In diesem Video soll mal die Funktionsweise des Usenet mit Uploaded verglichen werden. Uploaded soll hier aber nur als Beispiel stehen für alle One-Click-Hoster, denn die Funktionsweise ist dann natürlich gleich. Schauen wir uns mal das Prinzip bei Uploaded an. Wir fangen also oben an. Wir haben einen Uploader, das soll diese blonde Frau hier darstellen. Und wir haben einen Server, auf den lädt die Frau das Video, Musik, Spiel, sonst irgendwas hoch und verteilt dann den Link. Daraufhin können dann die Downloader anfangen, diese Datei herunterzuladen. Die Downloader sind hier durch diesen seriösen Geschäftsmann mal gekennzeichnet. Man hat also mehrere Downloader und einen Uploader. Wenn jetzt der Content Mafia auffällt, dass diese Datei urheberrechtlich geschützt ist, hat sie die Möglichkeit, an Uploaded heranzutreten und diese zu löschen. Wichtig ist halt hier, dass wir hier nur eine zentrale Serverinfrastruktur haben. Und wenn die Datei einmal auf Uploaded gelöscht ist, dann kann keiner der Downloader mehr auf diese Datei zugreifen. Wer jetzt bei Uploaded runterladen möchte, muss sich selbstverständlich bei Uploaded einen Account kaufen. So einfach, so kennt man es ja auch. Und jetzt kommen wir mal zum Usenet. Da musste ich ein bisschen mehr mit den Pfeilen jonglieren, denn da wird es komplizierter. Erstmal haben wir im Usenet nicht eine zentrale Serverinfrastruktur, so wie wir es jetzt von Uploaded kennen, sondern es gibt verschiedene Usenet-Betreiber, die alle ihren eigenen Server haben. Und die Inhalte der Server werden immer synchronisiert, also gespiegelt. Deshalb sind hier diese drehenden Pfeile zu sehen und auch die blauen Verbindungen. Also wenn auf Usenet-Server einzelne Datei liegt, liegen die auch auf allen anderen. Wie würde jetzt so ein Upload funktionieren? Wir haben also wieder unsere Uploaderin, die lädt diese Datei nur auf einen der Server hoch und dann schlägt die Synchronisierung zu und diese Dateien werden auf alle anderen Server übertragen. Diese gestrichelte Linie hier nur, weil es kommt einfach darauf an, welcher Server schneller ist und die Datei spiegelt. Wie wird es jetzt bei den Downloadern aussehen? Da habe ich wieder vier von den seriösen Geschäftsmännern, die anfangen herunterzuladen und die würden dann von den verschiedenen Servern runterladen können. Die kaufen sich nämlich dann nicht einen Account bei einem Anbieter, sondern es gibt verschiedene Usenet-Anbieter und die, wie gesagt, haben die oft ihre eigene Serverinfrastruktur und können dann von dem jeweiligen Server herunterladen. Also es ist nicht immer der Server, wo auch die Datei hochgeladen wurde, sondern durch die Synchronisierung kann das von allen Servern geschehen. So, wenn jetzt die Datei gelöscht werden soll, weil sie urheberrechtlich geschützt ist, dann haben wir hier wieder unsere Content-Mafia, die dann löschen möchte. Und die kann dann nicht einfach an einen Anbieter rantreten, so wie bei Uploaded, sondern muss jeden Anbieter einzeln bitten, diese Datei zu löschen, denn die Löschung wird nicht synchronisiert. Also wenn der zum Beispiel bei Usenet-Anbieter 1 löscht, sind die immer noch bei Usenet-Anbieter 2 und 3 verfügbar. Und es gibt auch verschiedene Handhabungen da im Usenet-Bereich. Es gibt auch Anbieter, die lassen sich dann mit den Löschungen sehr viel Zeit. Also da hat es die Content-Mafia etwas schwieriger und hat auch mehr Aufwand, um die Dateien löschen zu lassen. Kommen wir jetzt also mal zum Vergleich generell. Also das Usenet ist dezentral. Es hat sich da noch kein so richtiges Monopol gebildet. Es gibt zwar größere Anbieter, aber es gibt trotzdem immer noch mehrere Serverinfrastrukturen. Und man kann eben Preise vergleichen und sich den günstigsten Anbieter, der zu einem passt, raussuchen. Es gibt halt verschiedene Angebote, weil ja jeder Serverbetreiber andere Angebote machen kann. Die Zensur ist komplizierter, wie wir gesehen haben. Es kann nicht so einfach von allen gelöscht werden. Und man braucht für den Download ein spezielles Usenet-Programm, weil das Usenet ein ganz anderes Protokoll ist als zum Beispiel HTTP. Bei Uploaded, also bei den One-Click-Hostern, hat man eine zentrale Infrastruktur. Wenn halt die Dateien nur auf Uploaded liegen, hat Uploaded ein quasi Monopol. Also wenn man an diese Datei ran will, muss man einen Account dort kaufen. Und die Datei muss halt nur einmal gelöscht werden. Das macht halt die Zensur relativ einfach. Dafür ist halt der Download per Browser und auch anderen Programmen natürlich möglich.